Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Maker Battle. Heute mal wieder gegen den Entwickler, gegen Beerlike. Das wird bestimmt gut. So, dann gucken wir mal, was haben wir Schönes. Einheiten mag ich nicht. Speck mag ich nicht. Speck mag ich nicht. So. Cost Control hat er. Okay. Ist gut. Ich glaube, Beerlike kennt meinen Playstyle nicht wirklich. Da kann ich absolut Standard spielen. Er hat bisher keinen Spam. Ich schätze mal, dass er Crawler enden wird, wäre meine Vermutung. Ja, also ich kann Crawler spielen hier auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich, was ich dann adde. Vielleicht mache ich das sogar lieber so, ehrlich gesagt. Und gehe ein bisschen mehr nach außen noch. Ich mache Crawler dazu. Nicht zu defensiv, weil ich möchte schon, dass die an der Schlacht teilnehmen, ehrlich gesagt. Und für meine Fangs auch ein bisschen tanken. Weil meine Fangs sind mein Spam-Clear, hätte ich gesagt. Okay, geht auf mehr Panzer. Ja, kann man machen. Also ein Crawler, ein Panzer hat er geaddet. Ah, man einer hat den Knubbeln. Das ist okay. Kommt halt darauf an, dass meine Salben gut treffen von meinen Stormcallern. Es ist generell schwierig, gegen Panzer mit Stormcallern zu spielen. Auch halt schon irgendeine gewisse Frontline. Marksman, nee, Quatsch, nicht Marksman. Phoenix sind hier, glaube ich, auch keine Idee, wie man gehen kann. Ich könnte jetzt theoretisch direkt einen Giant reinhauen, aber ich halte das für einen Fehler. Der Missile Strike ist hier leider auch sehr, sehr strong für ihn. Also ich überlege, ob ich einen Vulcan adde. Ein Vulcan löst das Problem aber nur so halb. Aber ein Vulcan löst das Problem eigentlich schon ganz gut. Nutzen wir mal aus, dass wir... Ich spiele nochmal nie Vulcans. Wenn ich damit gewinne, dann kann ich vielleicht... Wer leid davon zu überzeugen, die zu nerven. Nee, keine Ahnung, ist mir echt relativ pumpe. Also Vulcans sind schon stark, denke ich. Ja, okay. Ein bisschen schade, dass er die Seite... die Stormcaller rausnimmt, wo ich meinen Vulcan habe. Weil jetzt verliere ich wahrscheinlich wieder alle Seiten. Das ist eigentlich ein Riesendrama für mich, um genau zu sein. Okay, mein Vulcan funktioniert gar nicht. Bisher leider. Und die Armor dabei haben sie auch. Ja, ich wünschte, ich hätte einen Fortress geaddet. Also der Vulcan wird jetzt gar nichts machen, leider. Das war halt auch echt einfach blöd jetzt, ne? Hätte ich jetzt die noch hinter Stormcaller, das wäre so stark gewesen. Da hätte ich die Seite locker gewonnen. So wird's knapp. Ich verliere die einfach komplett, aber es wird sogar relativ knapp, die Seite. Aber es ist ein Debuff und das war's. Ne? Ja, der Debuff ist das Problem. Ohne Debuff hätte ich die Seite gewonnen, aber dann hätte ich trotzdem verloren an den Panzern wahrscheinlich. Aber es ist relativ knapp, die Runde. So. Ja, das Item muss ich, denke ich, mitnehmen.
denke, es geht nicht anders. Ja, ich muss jetzt hier durchziehen. Wahrscheinlich kommen jetzt auch hier von seiner Seite. Na, wie heißen die Jungs? Melting Points vielleicht? Wird er sich schon leisten in der Runde? Aber dem ist dann halt so. Ja, aber da sollte ich nicht hinsetzen, sondern die gleich mit dem Missile Strike mit Tod. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Fällt mir alles noch nicht so richtig, vielleicht hier einfach. Panzer gelevelt, alles möglich gelevelt. Ich hätte eigentlich auch gerne noch mehr Stormcaller gesetzt. Das Problem ist nur, dass ich kein Geld dafür habe. Das mit dem Replika war natürlich kompletter Fehl für ihn jetzt, wo ich die Vulcans habe, hätte ich gesagt. Okay, never mind, die kommen einfach durch. Dreh dich mal um. Dreh dich mal richtig um, bitte. Ach, aber nicht da hin, da hin. Okay, das Replika funktioniert doch für ihn leider. Okay. Okay, der Stormcaller hier wehrt dich ein bisschen gegen den sicheren Loss, aber der Debuff ist halt wieder entscheidend schlecht gerade für mich. Der Debuff macht so viel aus. Ah, der Marx wird überlebt auch noch. Katastrophe. Was lebt noch? Ein Fang oder was? Ah, doch, ein Fang, wirklich. Das gibt ihm so viel XP alles, leider. Ich glaube, der eine Crawler ist Pflicht mit Beacon. Gucken, ob der rechtzeitig da drüben ankommt. Aber so spielen? Ich hoffe es mal. Ich denke aber prinzipiell einfach mehr Stormcaller. Wobei man sagen muss, ich hatte hier in der Mitte nochmal ein Problem, gell? Wir machen es mal anders. Wir hätten einfach mehr Fangs. Okay, hierfür sind die Crawler zu spät, aber ich habe ja eigentlich eh schon Crawler auf der Seite. So. Okay, das läuft, die Vulcans. Aktuell sind die Panzer halt das Problem, ne? Aber es wird besser, hätte ich gesagt. Naja, nicht wirklich, jetzt so viel Stormcaller geerdet einfach. Schweinerei. Interessiert ihn aber nicht, doch interessiert ihn doch. Ah, der Debuff schon wieder im falschen Moment. Ach Gott, kann keine Runde gewinnen anscheinend. Smoke. Smoke ist hier huge. Denke, Smoke darf man hier nicht ignorieren. Ink Production ist halt auch nice, ne? Wahrscheinlich auf Dauer sogar das bessere Item.
400 wird es mich kosten, die Dinge abzugraden. Erstmal die beiden Schilde setzen, bevor ich sie vergesse. Ich denke, den will ich auf jeden Fall upgraden. Dann will ich auf jeden Fall hier, diesmal den Tanz hier machen. Dann setzen wir hier den Strike. Und das ist die Frage, was hätte ich noch? Eigentlich hätte ich Bock auf ein paar Phönixe. Okay, Melting Points brauche ich jetzt. Ich hätte, glaube ich, mehr Crawler gebraucht auch. Wäre huge, wenn ich hier drüben die Marksmen alle platt kriege, das habe ich geschafft. Jetzt noch einen Marksman am Start. Jetzt die War Factory aber leider auf meinem Melting Point drauf, auf meinem Vulcan drauf, meine ich. Und ich komme leider nicht an seinen HQ dran. Jetzt komme ich an seinen HQ, aber ist glaube ich zu spät, oder? Ja. So. Das war so ein Riesenwin für mich, die Runde. Gar keine Frage an der Stelle. Ist das schon eine Finisher-Runde? Ich sag mal nein. Das heißt, das macht keinen Sinn. Speed könnte man überlegen. Ist hier aber, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Ansonsten kann man Melting Point überlegen mitzunehmen. Hat ein bisschen schwierig zu. Ich glaube, ich nehme einfach einen Melting Point oder eine eigene War Factory. Ich gehe mal auf Melting Point, denke ich. Wobei ich könnte auch einfach sagen, ich gehe auf Ignite. Glaube ich, die bessere Wahl. Der Smoke hier nervt mich. Immer noch. Wir gehen auf Ignite, geben die Reichweite aus für die Runde. Gehen hier ganz nach außen. Und gucken, was passiert. Ganze Produktion, okay. Die erste War Factory brennt. Das finde ich macht Vulcans halt auch so mega krass, wenn man kann War Factory einfach durch den Ignite-Button kontern. Und die leveln jetzt natürlich auch wie sonst was, hätte ich gesagt. Warum verweigere ich mich eigentlich immer Vulcans zu spielen? Kann man das mal jemand sagen? So fucking strong. Oh Mann, ey. Oh, ich bin so froh, dass ich auf Vulcan sich auf Dings gesetzt habe, ey. Okay, jetzt gucken wir mal, was ist unsere einzige Schwäche? Lufteinheiten, oder? Das heißt, wir hätten jetzt einfach mehr Phönixe.
Okay, Javelin ist potenziell stark, aber ich habe. Er kann eigentlich nur den da drüben rausnehmen. Nur den kann er sicher raus. Vielleicht will er auch den raus. Ich level den hier auf jeden Fall, denke ich gleich. Kann ich mit der Javelin irgendwas Massives machen? Was haben die an HP? Wir sind auch gar nicht so mega stark, gell? Hat er die Extended Range genommen? Ach so, hat er gemacht. Siehst du mal. Ja, ist ja eine potenzielle Finisher-Runde hier. Weil der andere schlau war. C. Gebe ich hin. Ich habe noch Geld über, sehe ich gerade. Okay, er hat nicht da genügt, wo ich gedacht hätte, aber egal. Hast schon, er hat noch mehr War Factories geaddet. Oh, die habe ich beide erwischt, jetzt cool. Okay, also wir haben beide falsch prediktet, wo der andere deine Javelin, deine Auto-Orbital Javelin hinsetzt. Aber im Endeffekt war es für beide. Also von daher war es okay. Ich habe halt zwei War Factories erwischt und ich habe halt den verkauft, wo er es nicht hingesetzt hat. Ich dachte, als wäre der Einzige, den er killen kann, dass das vielleicht seine Intention ist dahinter. Aber man sieht Vulcans OP und so. Wenn ich jetzt hier noch das ausgeben würde, wäre es wirklich OP. Ja, okay. Das ist so fucking strong, ey, diese Dinger. Unglaublich. Ich glaube, ich habe in dem Fall auch relativ wenige Fehler gemacht. Was er halt vielleicht hätte machen müssen, ist einfach noch mehr auf Stormcaller setzen. Der Punkt, warum die Stormcaller von ihm jetzt kein Riesenproblem war, war, dass er keine Vulcans hatte. Denn Spamclear war halt nicht der allerbeste. Und das Problem ist, wenn du den Spam nicht gescheit clearst, dann lassen sich die Stormcaller doch relativ gut ablenken. Und ich meine, entscheidend für das Spiel waren halt vor allem die beiden Vulcans, die am Anfang da waren. Ne? Der war dann auch wichtig, weil er halt hier schön in die War Factories reinhalten konnte. Und über den Ignite, ne? Für, falls jemand den Skill nicht kennt, 6% HP pro Sekunde macht er Schaden. Also an der War Factory halt super viel, weil die halt viel HP hat und sehr Prozent-based ist. Ja, und so hat es dann gereicht. Vielleicht hätte er hier die Reichweite ausgeben sollen, aber ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Im Endeffekt wahrscheinlich hätte er irgendwie doch Melting Points mit Reichweite gebraucht, um an den Vulcans ranzukommen. Aber Melting Points mit Reichweite und War Factories zu finanzieren, ist halt echt teuer. Aber er hätte vielleicht aber die dritte sparen sollen. Dass ich hier halt dann genau die drei War Factories erwische, war ein bisschen glücklich natürlich. Mein Gedanke war, ich wollte die möglichst stark beschädigen und die Artillerie dahinter rausnehmen, weil die Artillerie potenziell das Beste war, was er hatte. Naja, gut. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, gerne Abo da lassen und kommentiert auch gerne, was ihr vom Vulcan haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.